Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Monster Hunter Rise Sunbreak Together mit Katta. Hallo. Ja. Ja, genau, das hat dem Bischatten gefehlt. Wieso hat ein Blutbischatten jetzt Feuer? Naja, damit es uns richtig auf den Sack gehen kann. Ach so, Mich stört am meisten diese Frau hier. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, dass die uns jetzt hier einfach so hinterherläuft und dabei ist. Die versaut Vielleicht uns bestimmt alles. Vielleicht ist sie nur einmal alles dabei. Vielleicht ist sie ja nur dieses eine Mal dabei. Genau. Oh, man kann doch hoffen. Ich porte mich gleich in das Nebenlager. In der Hoffnung, dass sie zurückbleibt, ne? Nee, das die muss erst mal hinterherlaufen. Oh, man geht aber schnell. Unglaublich. So, wo springe ich jetzt am ungeschicktesten rüber? Wo kriege ich noch die meisten von diesen Vogels dazu mit? Ja, meinst du, wir müssen vielleicht ein paar mehr davon einsammeln? Oh. Hier ist so ein Gärhase oder wie das Viech heißt. Ah ja. Hier einmal rum. Ach Mist, auf der Seite von unserem Lager waren auch noch voll viele eigentlich. Wayne, oder? Wayne. Schon wieder vergessen. Naja, aber wären wir schon da gewesen, weißt du? Hätten wir ja eigentlich. Vielleicht mitnehmen können, sagst du. Naja. Da bellt ihr Hund da jetzt so dumm rum. Bestimmt. Ist ja sonst keiner ein Köter hierbei. Also machen sie es in Elgado mit irgendwelchen dummen Hunden. Ja. Warum lachst du so? So habe ich das nicht gemeint, wie du da jetzt gelacht hast. Ach so. Na gut. Na gut. Aha. Oh, ich bin jetzt bei dem Viech, ich spiele jetzt damit. Ja, na klar. Die Zeit, dass wir aufeinander warten, ist ja so schon lange vorbei. Aber sowas von. Und? Einmal kurz 400 Schaden gemacht. Ah, herrlich. Wenn das jetzt jedes Mal so klappen würde, ne? Oh Mann. Hat er jetzt ab? Ich hab ein ganzes Mal getroffen mit 400 Schaden. Mehr nicht. Ja, irgendwie nicht so ideal. Nee, irgendwie nicht. Nochmal mit 260 knapp. Aber. Oh. Und die explodieren natürlich auch noch. Diese. Wie heißen die? Tannenzweige oder so. Tannenzapfen, ja. Ja, genau. Tannenzapfen. Sorry. So. Ich sag ja, genau das ist es, was dem Schaden noch gefehlt hat: ein Element. Ja, na klar. Der ist ja so nicht nervig genug gewesen. Du kannst mal nicht mal wirklich Dings dann hier. Boah. Minimal, ne? Das war nur 171, obwohl das perfekt, wie heißt das, geleuchtet hat. Ja, das war jetzt nicht schlecht, fast 500. Oh,
mal 328. Ja, wenn du das Viech ablenkst und ich weiterhin so auf das Viech mit einprügeln kann, ich glaube, dann bin ich doch relativ nützlich mit der Waffe. Hey. Aber das ist halt das Problem. Ich, wenn das Viech anfängt, sie anzugreifen, ja, dann ist... Spei auch noch Feuer, weißt du? Ja, warum kann man eigentlich ja mal machen, oder was? Also ich will gar nicht wissen, wie oft wir das legen müssen. Oh yes. Nochmal knapp 500. Also ja. Ist nicht gerade einfach. Ist das Monster? Nee, die Waffe. Das ja, Monster ist eigentlich nicht sehr viel anders als das normale Bischatten. Außer dass es jetzt hier unten auch Feuer spuckt. Ja, also Bischatten sind ja grundsätzlich nervig gewesen. Fand ich immer mit ihrem Schwanz. Ja, ja. Und mit dem, was sie geworfen haben. Ja. So, jetzt sind es halt keine Tannenzapfen, sondern... Es sind jetzt Tannenzapfen, keine... sondern keine Früchte mehr. Genau. Genau so wollte ich das auch sagen. Du nimmst mir einfach wieder die Worte aus dem Mund. Ja. Und... Klatsch, nochmal 400. Und. Klatsch. Ja. Hast du das irgendwie festgemacht mit einem Seilkäfer? Nein. Das war bestimmt unsere Tante. Hm. Nee, das war ein Käfer. Eine Katze war das, habe ich gerade gesehen. Das war eine Katze. Das kann sein, dass es meine oder deine war. Keine Ahnung. Naja, irgendeine Katze halt, ne? Irgendeine Katze. So, Waffe schleifen, schon erledigt? Oder brauchst du nicht? Ah, nee, machst du gerade. Ja, ja, ist ja gut. Mensch, Mäuschen, reg dich nicht so auf. Wer regt dich denn hier auf? Nur der da. Na, dieser Affe hier auf jeden Fall. Der regt sich sowas von auf. Einmal so, einmal kurz heilen. Dann wieder Attacke. 300. Und. Natürlich läuft das jetzt weg. Natürlich läuft das jetzt weg. Ah, da ist aber dafür ein anderes Fisch. Ich sitz drauf! Klatsch und... Oh. Und was machst du da jetzt? Ich werde gleich einmal, wie heißt das? Das schleudern. War das andere Fisch. Ja genau, schleudern. Das machst du gut. Oh, ich glaube, es ist jetzt zu weit weg. Ich kann da nichts für, der hat das so weit selber geschleudert. Ja, ja, alles gut. Oh, ich war es auch außer Range. Oh, es liegt schon wieder? Ich habe es mit einer Knallkröte gerade nochmal hingelegt. Yep. Oh, das ist doch super. Typische Standard-Bischatten-Attacke. Ne? Ja. Äußerst nervtötend. Ja. Nochmal.
Ein bisschen auf den Kopf schlagen. Und ja, ja, ja. Oh ja, das waren knapp 800 Damage. Nochmal 260. Ja, ja, also wenn man sich dran gewöhnt, dass man ständig auf die Fresse kriegt. Ja, ist ja so, man bewegt sich so langsam, man kriegt eigentlich fast alles immer ab. Ei. Das hätte jetzt nun aber nicht sein müssen. Ich nehme mal den da. So, einmal aufladen und dann wieder. Oh Mann. Hau aber die ganze Zeit auf die Kacke, ey. Ha. So. Ja, ein paar Teile haben wir ihm ja schon gebrochen, ne? Ja. Was hat er schon wieder vor? Läuft weg. Uah. Noch was essen. Ja, die paar kann man auch mitnehmen. Setzen wir gleich mal ein. Schleifen. Stimmt, mache ich auch gleich mal schnell. Ja, wenigstens geht Waffe schleifen schnell, ne? Hm. Ja. Yippie-ki-yay. Oh, au. Ja, Arschloch. Noch getroffen. So. So ein Arschloch. Ja, Volltreffer. Also eigentlich kommt man nicht weiter, als die erste Aufladung zu machen. Die dauert ja auch schon lang genug, muss man sagen. Und die zweite Aufladung macht irgendwie nur... Ja, man schafft es schon, es ist halt nur... Ja, die dritte Aufladung, ganz ehrlich. Nur wenn du die ersten zwei überspringst. Aber du machst mit der dritten Aufladung auch nur dann Schaden, wenn du auch nur mit dem zweiten Hit triffst. Und so mache ich jetzt jedes Mal, wenn ich treffe... Wieder ab? Ist das dein Ernst? Ja. Blödes Viech. Und dann auch noch so weit weg, ne? Ja. Ey, sag mal, hakt's bei dem oder was? Ja, dann benutzt du doch auch unseren Seilkäfer, oder? Sammel Knochen, ich muss noch einmal Knochen sammeln. Ach ja, man kann ja jetzt einfach so die Wände hochsprinten. Das ist ja voll geil. Sag mal, willst du mich verarschen jetzt hier? Verdammt nochmal. Blöde so, hier Alte. Ist nochmal ein Gold... Gerhase. Ja, jetzt hast du schon zwei. Ja, zählt das nur für mich? Ja. So. Ja, dann habe ich jetzt schon zwei. Weil ich so cool bin. Kann ich doch nicht wissen, Mann. Ach, du hast schon deinen eigenen Gerhasen gefunden. Nee, wenn du wieder beide aufsammelst, wie soll ich dann einen aufsammeln? Ja, aber der war auf demselben Fleck. Klatsch. Oh ja, das ist... Ja, es ist einfach wieder respawned halt. Ja. Und... Oh, das war sehr schlecht.
41. Sag mal, reitest du auf einem Biest? Alter, die Alte reitet auf dem Agnosum und kommt dann auf dem Kuliakur und reitet damit her, ne? Echt? Ja. Die geht ja voll ab. Auch, ist auch, ich weiß gar nicht gerade, was ich dazu sagen soll. Mit sowas habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Eigeninitiative und sowas. Oh. Das war ich, danke, das tat voll weh. Ja, tut mir leid, wenn du dich in den Weg stellst. Bitte? Was? Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich in den Weg gestellt. Ja? Die immer dieses Leben fressen will. Feuer. Aha. Und? Scheiße. Hoch 562. Hätte ich das mal bloß perfekt aufgeladen. Alter, ist ja wohl nicht ihr Ernst jetzt hier. Wessen? Und was? Meine Alte hier. Einfach da im Weg rumstehen und... Au! Schmeiß mal die Dinger nicht zu mir immer. Da haut er mir voll eine rein. Latsch. Er will uns doch verarschen. Boah. Klatsch, 829. Boah. Was? Ich habe ihm gerade bestimmt 800, 900 Schaden gemacht. Ich auch gerade mit einem Hit. Ja, ich auch mit dem Helmbrecher. Ja, das meine ich doch. Der Helmbrecher ist doch der stärkste Angriff. Ja, was war das denn? Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt gerade getroffen habe, aber das wäre perfekter Hit. Naja. War irgendwie gar nicht so anstrengend. Nee. Ich habe ihn mir auch schlimmer vorgestellt. Ja. Also ich meine, das nervt schon, aber... wir waren jetzt aber... auch zu dritt, ne? Ja. Voll merkwürdig, ja, irgendwie. Was nervt? Also ich fand das eigentlich ganz voll cool. Voll merkwürdig irgendwie, habe ich gesagt. Achso, ich habe verstanden. Das nervt irgendwie schon. Nee, das ist irgendwie halt einfach merkwürdig, dass die so dabei ist. Ja, das stimmt. Irritierend. So ein NPC, der sich wirklich gar nicht mal so schlecht benimmt, ne? Ja, also ich dachte, das ist halt wie so ein Standard. Ja, steht nur rum und macht nichts. Ja, eben. Dachte ich auch. Yippie! Cool. Ja, und das explodiert noch. Geil. Was explodiert noch? Das Feuerwerk, ich hab's in mich reingestellt. Ach so, okay. Was gab's denn da jetzt? Oh, bisschen Juwel. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Dieses Level 7 Zeugs. Ja. Hast 20 Minuten gebraucht. Aber okay, Monster, Meisterrang 2 erreicht. Ja. Genau. Das war toll. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Toll. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Runde erledigt und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.